Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Battle Chasers Night War für die Nintendo Switch. Den Dungeon haben wir geschafft, nicht ganz ohne Verluste, aber wir wissen jetzt ein bisschen mehr und werden mit Grimbar nochmal sprechen. Oh, wir können ausbauen. Sollen wir das machen? Machen wir das mal. Ihr da, ihr seht so aus, als könnt ihr hier etwas Kleingeld erübrigen. Wenn ihr meine Schmiede ausbaut, verkaufe ich euch die besten Waffen und Rüstungen im Land. Dem Schmied beim Ausbau helfen? Ja. Danke Leute, das werdet ihr nicht bereuen. Wenn doch nur alle die Schmiedekunst so wertschätzen würden, dann wäre die Welt ein besserer Ort. Grimbald hat jetzt Rezepturen höherer Stufen und eine Chance, ungewöhnliche Ausrüstung zu lagern. Cool. Es gibt Arbeit. Reden wir. Ja, ihr seid zurück. Wie schön. Dieses Abzeichen hat ein Bandit verloren. Sagt dir das irgendwas? Das? Aus dem eisernen Außenposten? Militärisch ist es nicht. Ich werde daraus nicht schlau, aber vielleicht Qual. Er ist schon etwas seltsam, aber davon abgesehen, kennt er auch Gott und die Welt. Bis jetzt hatte er kein Interesse, mit uns zu reden. Mag sein, aber jetzt gibt es etwas Interessantes zu besprechen. Ja, das stimmt. Was könnte schiefgehen? Es gibt Arbeit. Okay. Dann bringen wir jemanden, muss die Ware mal angucken, was er hat. Haben wir nicht nur Gold? Für gar nichts. Hallo. Vielleicht könnten wir ihm was verkaufen, fällt mir ein. Huch. Wie? Was verkaufen da? Also, wir haben ja ein paar Waffen, die eigentlich, was können wir auf jeden Fall verkaufen. Dann haben wir hier, komm weg. Ja, aber den Ring können wir auch ein paar weg haben. Ich weiß nicht, ob man die alle, kann man die vielleicht auch auseinanderbauen nachher? Wer weiß. Was behalten wir? Das sind alles Sachen, die man vielleicht mal irgendwie für irgendwas braucht, um was zu bauen. Obwohl der Schleim, brauchen wir nicht für irgendwas? Gewöhnliche Teile. Oh, verkaufen wir davon mal 80 Stück. Und noch mehr, wo wir 4 von haben. So. Oh, warte. Ich wollte nochmal. Jetzt machen wir den Waren. So, jetzt sieht es auch schon gleich ganz anders aus. Und zwar. Das sind jetzt nicht die super Sachen, die er hat da. Bergmannsjackett. Steinwallpanzerung. Lederversteckte Tunika. Einfacher Ring der Riesenstärke. Der Ring, der dein Träger die Stärke eines Riesen verleiht. Na? Einfaches Schmieden. Lehrt man Küsteneisen, Feldfest und grobe Wolle veredelt. Was kaufen wir? So, was hat der gute Mann denn noch? Das ist alles, was wir ihn gerade verkauft haben. Das wollen wir natürlich nicht zurückkaufen. Okay. Hallo! Nichts von gut. Habt Acht! Okay, einmal ganz kurz reingehen und dann können wir nämlich. Eventuell das Buch mal lesen hier. Alle drei. Okay. Jetzt haben wir schon ein paar Rezepturen wieder gelernt. Cool. Den muss man sich immer kaufen, weil sonst. Macht keinen Sinn. Okay, Ein Messer. Können wir eh noch nicht bauen jetzt, weil uns fehlt dafür irgendwie all das. Und leider können wir auch nur in den Dungeons bauen und nicht hier. Wir müssen auf jeden Fall nochmal in den Dungeon rein. Gut, so viel wissen wir jetzt. Gucken wir mal, ob Qual mit uns reden will. Ups, komm mal rein. Jetzt haben wir das hier. Guten Tag. Habt ihr etwas Interessantes für mich? Im eisernen Außenposten haben wir gesehen, wie ein Bandit ein Schwert aus einer Rüstung gezogen hat. Die Rüstung ist prompt zum Leben erwacht und hat versucht, uns zu töten. Aha. Schon faszinierend, was Artefakte machen können. Vor allem mit anderen Artefakten. Wie mit anderen Artefakten? Ihr habt nicht gegen eine gewöhnliche Rüstung gekämpft.
Das war ein altes Artefakt. Hat früher ein Leutnant getragen und wurde dann von Verus persönlich verflucht. Wer ist Verus? Nur ein gewöhnlicher, irrer Imperialer, der von der Kraft eines Blutdämons besessen zu einem Erzmagier wurde. Und lange tot. Oder wenigstens verschwunden. Wie war das bitte? Ich bin kein Historiker. Informiert euch woanders, wenn ihr müsst. Vergiss es. Die Banditen wissen vielleicht, wo unsere verschollenen Freunde sind. Und wenn sie ein Artefakt haben, wo können wir sie finden? Wenn sie eure Freunde gefunden haben, sind sie in Ramsdorf. Wo ist das? Im Osten. Fast geradewegs. Nur gibt es ein kleines Problem. Natürlich, es gibt immer ein Problem. Abgesehen davon, dass uns unsere Freunde fehlen und ich langsam die Geduld verliere? Die Banditen bewachen die Straße mit einer Kanone. Daran kommt ihr nicht vorbei. Falls ihr es versucht, komme ich später vorbei und sammle auf, was von euch noch übrig ist. Ich verliere wirklich schnell die Beherrschung. Also bitte, es gibt einen anderen Weg. Wenn ihr die Blinkstation wieder in Betrieb nehmen könnt. Ist das eine Art Teleporter? Ja, er kann euch tief in die Binsenlande teleportieren. Da ist es trocken und unwegsam. Dadurch könnt ihr euch der Kanone von Süden nähern und sie in der Flanke angreifen. Einmal ausgeschaltet, ist der Weg nach Ramsdorf für euch frei. Wie reparieren wir die Blinkstation? Ein Stück die Oststraße entlang, nördlich der Kanonenstellung, ist die Barnock-Höhle. Darin gibt es einen Mana-Kern. Grimbart hat geschworen, dass er die Station reparieren kann, falls jemand so verrückt ist, ihn zu holen. Ihr seht eindeutig verrückt aus. Holt den Kern und bringt ihn zu ihm. Vielleicht ist ihm so langweilig, dass er die Station repariert und euch in die Binsenlande blinkt. Gut, wir... Dieses Gespräch ist nicht mehr interessant. Euer Interesse für Alchemie hingegen schon. Unser... was? Alchemie! Warum solltet ihr den eisernen Außenposten aufgesucht haben, außer um all die wunderbaren alchemistischen Zutaten zu sammeln? Unsere verschollenen Freunde wegen? Mein Alchemietisch steht euch für Experimente zur Verfügung. Aber räumt eure Schweinereien auf, von denen es gewiss viele geben wird. Auf Wiedersehen. Ihr geht schon. Okay. Willkommen. Lacombs fertigen. Das probieren wir doch gleich mal aus. Also, ein Heiltrank. Was muss man machen? Schnell das mal. Noch einmal? Nicht schlecht, wenn wir ein paar machen können. Okay, kann man auch mehrere auf einmal machen? Ach, so kann ich nicht mehr. Gut, kleiner Reinigungsflakon. Kann ich machen. Okay. Ja, ja. Was war's denn? Nicht so gut. Okay, hier können wir auch nochmal ran. Kann ich was Neues sagen? Schön, dass ihr wieder da seid. Ich möchte euch einen Vorschlag machen. In den Kloaken unter dem Dorf haben sich Spinnen eingenistet. Unter dem Dorf gibt es eine Kloake? Wie sicher, das ist einer der Vorteile, wenn ihr hier wohnt. Wie kommst du darauf, dass sich dort Spinnen eingenistet haben? Es waren schon einige Leute unten. Entweder kommen sie mit Spinnenweben bedeckt wieder oder gar nicht. Wenn ihr da unten aufräumen könntet, würde ich mich erkenntlich zeigen. Wir sehen mal, ob wir Zeit dafür haben. Sagt mir Bescheid, wenn ihr bereit seid. Das mag es einzugehen. Nehmt doch Platz. Ach komm, wir machen die Kloaken als erstes. Bin ich mal gespannt. Da gibt es Riesenspinnen. Wenn man einen Dungeon auf höherer Schwierigkeitsstufe angeht, ist der Feind stärker, aber da versteigen auch die Aussichten auf Beute von besserer Qualität.
Problem ist natürlich, dass ich noch gar nicht so viel Power habe, um die sozusagen anzugehen in einen höheren Bereich. So. Warte, machen den natürlich, dann können wir den ein bisschen betäuben, die Leute. Ah, oben noch ein Buch. Jemand hat hier etwas studiert, scheint den Ort aber überstürzt verlassen zu haben. Okay. Wie wegen den Spinnen. Okay, hier geht's runter, das sind die Spinnweben. Herabsteigen? Ja. So, haben wir sie benebelt? Dann ja. Die erstmal mit diesem Standardangriff nicht fertig. Eigentlich sollten sie hier rauskommen. Boah, perfekt. Aber das ist natürlich ein gutes Ding, was wir uns ausgesucht haben. Ein gutes Talent für ihn, dass er immer wieder ein bisschen heilt nach dem Kampf. 20 ist zwar nicht viel, 20 Lebenspunkte, aber besser als gar keine Lebenspunkte, würde ich sagen. So. Hier erstmal Süden. Ein kompliziertes System aus Vorrollern versorgt das Dorf mit Wasser. Da keiner von euch etwas von Installationen versteht, beschließt ihr, die Finger davon zu lassen. Gut, machen wir denn. Das scheint ein behelfsmäßiger Schlafplatz zu sein. Warum hier unten jemand schlafen soll, ist ein Rätsel. Durch das nahe Abflussgitter sind Geräusche aus der Taverne zu hören. Sieht überhaupt nicht gemütlich aus. Ja, stimmt. Warum hier das Spinnenweben auf? Ah, dann hängt man so ein bisschen fest, okay. Was passiert nicht viel? Oh, das war dumm. Oh, es sind sogar drei Spinnen. Okay, jetzt ist es interessant. Eine haben wir betäubt. Die müssen wir jetzt nicht unbedingt angreifen. Hier machen wir. Und hier machen wir. Los geht's. Okay. Schade, dass ich könnte den einen oder anderen gerne durchkommen. Also, boah, 45. Na gut. So, der letzte Kasper. Oh, warum kannst du rein? Dann machen wir noch einmal hier ganz lässig eine heilende Welle für ihn. Dann können die Spinne platt machen. So. Das war doch gar nicht so schwer. Das war beinahe ein fairer Kampf. Bestimmt. Was haben wir bekommen? Ah, okay. Drei Chemiezutaten, ein bisschen was zum Schleifen. Okay, wir weiter. Da ist ein Mechanismus drin. Dann ist eine Spinne. Und die erstmal mit. Das kommt dabei raus, wenn man sich mit mir anlegt. Ah ne, wir steigen in Erfahrung, das ist schon mal ganz gut. Vielleicht steigen wir sogar auf hier unten in diesen kleinen Dungeon. Wäre natürlich auch nicht verkehrt.
selber geschickt. Ja, dann Superkraft da. Die Superkraft bewahren wir mal auf. Truppe. Ja, also wenn man guckt, ist es ja wirklich sehr taktisch, weil sogar die kleineren Gegner könnten einen fertig machen, wenn sie mit so ein paar Crits sich da zu Boden zwingen. Hier ist ein Schalter. Ja, wo der war. Ich einfach mal gedrückt. Ja, ich spiele den mal gleich mit. Das ist jetzt mal einen Crits killen hier. Gulli, verteidige dich. Na okay, der wird wahrscheinlich überleben. Oh, trotzdem. Ah, shit. Okay, den hauen sie ganz gut mal rein, oder? So, dann heil dich mal. So heilen, hat er auch seine Heilungskräfte noch. Auf der Oberwelt kann man ihn ja auch mit seinem Talent sozusagen heilen. Beziehungsweise seine Gabe, die er hat. Das machen wir jetzt einfach mal. Wir können Angst haben. Wir können erst noch zur Kiste da oben hochgehen. Obwohl. So. Schauen wir uns mal, was es hier in der Kiste gibt. Jetzt keine Fleischfressen ist. Nee, ist es nicht. Ein besuchter Klingenspalter. Ein blaues Element. Blau klingt doch schon mal ganz gut. Das klingt ja so, als ob es nicht das ist, was jetzt überhaupt nicht will. Silkristall leuchtet schwach vor Energie. Findet in Alchemie und Zauberspruchreduktion Verwendung. Haust dich in den Binsenlanden vor. Gut, den dann hier. Wäre der Waffenschaden für ihn? Was würde man sagen? Hinten ist eine kleine Erhöhung. Perfekt. Perfekt. So. Achso, da lag noch ein Buch, oder? Aber das konnte er nicht von mir lesen. Ne? Nee. Schade. Hätte sein können, dass der mir noch was gibt dort. Und sagt, hier, kannst du mein kleines Büchlein lesen? Oh, hier müssen wir aufpassen. So, wie geht's mal hier weiter? Oh. Ob ich die erwischt habe, weiß ich nicht. Ah, doch, habe ich. Okay, versuchen wir es. Dann müssen wir hier mit ein bisschen Fähigkeiten arbeiten. Und zwar. Aber jetzt ist es den hier eine rein. Und. Wir machen hier 87 Schaden zu. Dann hauen wir den einen rein. Und er hier macht ein Lauffeuer. Los geht's. Das ist er eigentlich mal gut reinklappen. Gut. Ich kriege den. Kleinen Vögelchen immer oben so und ich weiß auch nicht mehr, wo die herkommen. Die sind in der Kanalisation, aber die drei Vögelchen gehen immer zu Kalibreco. Und verkehrt, oder? So, ich glaube, wir steigen gleich schon wieder auf. Das ist natürlich auch was Cooles. Machen wir erstmal weiter. Noch ein Mann, oder?
man jetzt machen kann. Ne? Ich habe leider noch kein Buch gefunden. Noch eine zweite Zwölftage, genau. Mit uns ist es nicht so Spaß, nee, bei uns auch nicht. Das nehmen wir mal. Und hier. Das ist Lauffeuer. Und hier. Töten. Erstmal töten wir erstmal den. Den oberen, dass ich zwei Spinnen angreifen kann. Okay. Ich bin ja so. Perfekt. Hier, jetzt haben wir die Energie verloren. Und ich kann direkt wieder heilen. Nur das Mana ist natürlich leider weg. Kommt ja auch irgendwann nochmal, dass wir Mana bekommen. Obwohl, ich glaube, den nächsten Gegner, wenn wir besiegen, dann würden wir vielleicht sogar aufsteigen. Und müssen wir gar nicht so viel machen. Ich glaube, die Spinnen wurden alle eliminiert. Scheußliche Arbeit. Aber Dogen dürfte zufrieden sein. Können wir bitte gehen? Wieso die Eile, Großer? Gefällt dir etwa die Umgebung nicht? Tor öffnen, Erfolgsschlüssel für das Kloakenpumpentor. Haben wir nicht, ne? Schade. Das ist natürlich doof. Kriegen wir den Schlüssel irgendwo her? Das ist die Frage. Und wofür war der Schalter da unten gerade eben? Wir müssen auf jeden Fall uns einmal heilen hier, weil das ist eine Geschichte. Machen wir mal. Sehr gut. Okay, wir haben die Kloake gereinigt, aber es fehlt ja immer noch irgendwie. Wofür war der Schalter denn gut? Habe ich nicht. Dafür haben wir den Schalter benutzt. Muss aber eigentlich gut sein, oder nicht? Da dieser Schalter hin. Irgendwas bewegt. Wir lassen mal unten. Also, wir haben ja schon einmal geschaltet. Irgendwas muss er bewegt haben. Vielleicht kriegen wir diesen Kloakenpumpenschlüssel noch, weil da hinten war ja noch eine große Truhe. Aber den Gegner hat die jetzt nicht fallen gelassen. Oder findet man den irgendwo vielleicht durch Zufall? Kennt er nicht. Hinten war ja auch nichts mehr, ne? Man konnte hier nicht so weit dahin kommen. Können wir die Finger von lassen, wurde gesagt. Wir kommen nur einmal im Kreis laufen. Geräusche durchs Abflussgitter hören. Was ist das? Ihr seht ein menschliches Skelett. Alle Knochen scheinen heil zu sein, aber es gibt auch keine Zeichen für Verletzung. Die Person könnte gehungert oder an einer Krankheit gestorben sein. Na gut. Okay. Nichts. Oh, nichts. Na gut, dann geht's wieder nach oben. Werden Sie sich freuen, dass wir die Kloake befreit haben? Ja. Ja, hier gibt's auch nichts. Hinaus. Eine Übernachtung im Gasthaus kann manchmal kurze Dialoge zwischen den Helden zur Folge haben. Sollten wir darauf achten, was auch passiert. Mal sehen. Die Ladezeiten sind leider ein bisschen lang ab und zu. Also finde ich jetzt persönlich nicht super lang, aber. Und länger als gedacht. Wäre schon cooler, wenn die nicht ganz so lang wären.
Weil man ja wirklich immer so lange warten musste, ne? Ja, Leute, ich würde sagen, das war's schon. Und wir schließen jetzt, glaube ich, jedes Kapitel immer ab, indem wir uns einmal im Gasthaus treffen und vielleicht auch den Dialog anhören. Lass uns mal testen. Machen wir mal. Erstmal reden wir mit dem Kerl, dass wir natürlich die Spinnen zerstört haben. Eine Menge Spinnen, wie du gesagt hast. Wir haben sie erledigt. Sie dürften kein Problem mehr darstellen. Das sind gute Nachrichten. Getränke gehen auf mich. Da habt ihr. Oh, guck mal. Gut. Trotzdem werden wir uns einmal hinlegen hier. Was braucht ihr? Wir wollen ruhen. Schlafen. Dolly. Sie schläft. Sei leise, sonst weckst du sie auf. Stimmt. Na gut. Lassen Sie sie noch eine Stunde schlafen. Wir trainieren im Morgengrauen und rücken dann aus. Du verlangst zu viel von ihr. Wie bitte? Sie ist noch ein Kind, kein Soldat. Sie braucht Ruhe und Erholung. Wie viele Kinder kennst du, die einen Kanonenschuss einfach so abschütteln können? Ich weiß, du glaubst, die Handschuhe beschützen sie. Vielleicht werden sie das auch, sobald sie sie gemeistert hat. Bis dahin bringt sie sich selbst und uns in Gefahr. Ich spüre eine zunehmende Feindseligkeit in deinem Tonfall. Du hast selbst erlebt, wie sie gejagt worden ist, schon vor unserer Ankunft hier. Du willst sie beschützen? Das kannst du nicht. Und ich auch nicht. Ich kann sie nur lehren, was ich weiß, was Aramus wusste. Ich verstehe, ihre Ausbildung ist wichtig, aber eine Stunde. Bums. So, ja, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei und bis dahin, tschüss.